Besuch an der Chiemgau-Akademie in Stephanskirchen. Professor Antonio Andreoli aus Brasilien macht hier Station, um einen Vortrag zu halten. Christiane Lüst und Rosi Reindl von der Aktion Genklage begleiten den Agrarwissenschaftler auf seiner Tour durch Deutschland. Das Thema: Probleme mit Gentechnik. Das Erste, was ich immer bei meinen Vortragsreisen vorhatte, war hier zu erzählen, dass Europa nicht das wiederholen muss, was Brasilien schon erlebt hat. Seit 15 Jahren werden in Brasilien auf riesigen Flächen gentechnisch veränderte Pflanzen, vor allem Soja, angebaut. Den Bauern wurde von den Saatgutkonzernen versprochen, dass die Erträge steigen. Doch Professor Andreoli, der in Deutschland studiert hat und jetzt im südbrasilianischen Chapecó Agrartechnik lehrt, stellte in seinen Studien fest, dass die Erträge gesunken sind. Gleichzeitig werden immer mehr Pestizide eingesetzt. Nach 15 Jahren Soja-, Mais- und Baumwolleanbau, der gentechnisch verändert ist, haben wir in Brasilien gesehen, dass der Pestizideinsatz sich verdreifacht hat. Also wir haben dreimal mehr Einsatz von Pestiziden, nachdem gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden. Der Grund: immer mehr Unkräuter und Insekten werden resistent. Vor 3 Jahren besuchte ein Team des BR Andreoli in Brasilien. Der Mais vieler Bauern war von Raupen befallen, obwohl die Pflanzen durch die gentechnische Veränderung ein Bakterium produzieren, das die Schädlinge töten sollte. In manchen Regionen herrschte Notstand. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Auf den Sojafeldern gibt es immer mehr resistente Unkräuter. Um die in Schach zu halten, spritzen die Landwirte inzwischen im Durchschnitt pro Hektar 7 Liter Glyphosat. 7-mal so viel, wie von Wissenschaftlern empfohlen. Und diese Soja wird hier verfüttert. Also diese Glyphosat-Rückstände landen auch hier im Futtermittel, in der Tierzucht und auch in unserer Nahrung. Das ist, glaube ich, das Problematischste überhaupt dabei. 35 Millionen Tonnen Soja werden jährlich in die EU importiert. Der größte Teil davon aus Brasilien. Vor 15 Jahren empfahlen Wissenschaftler noch eine Rückstandsgrenze von 0,2 Milligramm Glyphosat pro Kilogramm. Heute liegt die Grenze in der EU bei 20 Milligramm. 100-mal mehr Glyphosat als eigentlich empfohlen. Auf diese Probleme will Antonio Andreoli in seinen Vorträgen und bei Treffen mit Politikern und Wissenschaftlern aufmerksam machen. Der Gensoja-Anbau in Brasilien wird immer noch weiter ausgebaut. Um neue Flächen für den Anbau zu schaffen, wird nach wie vor Regenwald abgeholzt oder durch Brand gerodet. In manchen Regionen gibt es als Saatgut nur noch genveränderte Sorten zu kaufen. Die Landwirte haben keine Wahl mehr. Verschärft wird die Problematik durch einen Regierungsputsch in Brasilien, der vor allem Großgrundbesitzern mehr Einfluss verschafft. Für Landwirtschaft ist jetzt Blairo Maggi zuständig. Der größte Sojaproduzent der Welt. Das ist unser Landwirtschaftsminister derzeit. Ein Mann, der 2003 und 2004 bekannt wurde durch Greenpeace Brasilien als Kettensäger des Jahres, weil er allein als Gouverneur des Bundeslandes Mato Grosso damals und als größter Sojaproduzent für 40% der Entwaldung des Amazonaswaldes zuständig war. Die neue Regierung unter Präsident Michel Temer hat außerdem angekündigt, den Etat für Forschung und Bildung zu kürzen. Deshalb sieht Andreoli auch seine Universität in Chapecó in Gefahr. Sie ist erst vor wenigen Jahren gegründet worden. Hier studieren vor allem Kinder von Kleinbauern. Besonderer Schwerpunkt: nachhaltige Landwirtschaft. Dass man Alternativen entwickeln kann, um mit technischen Problemen zurechtzukommen und nicht neue Probleme zu verursachen, wie die Gentechnik zum Beispiel. So, bei der Gentechnik sehen wir ganz einfach, wir haben gentechnisch verschlechterte Sorten entwickelt. Wir müssen wieder zum Wissen, dass wir schon Jahrhunderten in Brasilien haben mit Sorten, die angepasst sind an die lokalen Bedingungen. Nach Stephanskirchen eingeladen wurde Andreoli von Christoph Fischer. Er hat vor 12 Jahren die Aktion Zivilcourage initiiert und immer mehr Landwirte in Bayern davon überzeugt, auf Gentechnik zu verzichten. Die Bauern waren ja genauso wie in Brasilien eigentlich hörig und hoffnungsvoll, dass die Gentechnik halt irgendwas Besseres bringt. Also für uns ist es wichtig, auch so Menschen wie Antonio Andreoli vor Ort zu haben, die aus ihrer Heimat einfach die Realität berichten.
Und die Realität in Brasilien zeige, so Antonio Andreoli, dass Gentechnik Bauern und Umwelt auf Dauer mehr schadet als nutzt.